Geil, was ihr da wieder gezaubert habt. Zack, Daumen nach oben, kommentieren. Guckt euch doch mal das an, Alter. Allein dieser Vorbau mit diesem kleinen Dachgestell. Ganz ehrlich, wenn ich das, nur das Thumbnail sehe, hätte ich mal wieder Bock auf ein bisschen kleines Bastelbauprojekt bei mir im Wald. Aktuell zeitlich nicht, aber wie gesagt, wir machen erstmal Seven vs. Wild, danach Fahrradtour. Wer weiß. Vielleicht habe ich dann auch Bock. Aber feiere ich jetzt schon das Thumbnail. Das sieht sehr, sehr nice aus. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann bleibt dabei. So, Grumaus, Eingang einmal komplett neu. Bushcraft Camp. Andi, Gerrit sind zusammen die Naturensöhne, meine Freunde. Bisschen laut vielleicht. Tachchen, Leute. Tachchen. Wir sind heute wieder mit Grumaus unterwegs und es geht heute weiter. Und zwar womit, Andi? Heute dreht sich alles um das Thema Eingang. Überdachung, Unterkonstruktion, Veränderung. Sachen werden abgerissen. Ja. Oh. Eine Menge passiert und wir starten direkt rein. Oh. Bevor wir aber die großen Veränderungen machen können, müssen wir noch eine kleine Hassaufgabe machen. Die Erde hier muss noch raus. Wir haben nämlich beim Pflaster einfach die Erde nach hier geschmissen. Und jetzt muss sie raus. Das machen wir als allererstes und dann geht's gleich weiter. Slow Motion. Ich mag übrigens die Details im Sinne von, dass das so ein geiler, rustikaler Strick ist. Ne, du kannst ja jetzt einfach ein Kletterseil nehmen oder ein Abschleppseil in Orange oder irgendein Synthetik-Scheiß. Aber allein, dass das hier schon so ein geiles, rustikales Naturseil ist, finde ich wichtig so für mich persönlich. Die Leiter stört gerade so ein bisschen, deshalb muss sie gerade mal raus. Auch schon mal in weiser Voraussicht für eine Sache, die dann später passiert. Eieiei. Ist ja nicht so leicht. Haben wir gut gebaut. Ja. Ist jetzt halt schwierig, die Nummer. Ach, die haben die da so runtergeklemmt, oder was? Alter. Ach, da ist er. Na gut. Plopp. Jetzt schon mal den ganzen Sand hier raus. Dauert das nicht. Alles rausgeschippt. Links ist jetzt wieder alles schon aufgefüllt. Rechts und jetzt kannst du dann ans Dachgestell gehen. Bevor wir jetzt aber anfangen, das Dachgestell zu bauen, kommen wir zum heutigen Unterstützer des Videos, Zaster. Zaster, Master, Master, Zaster, Zaster, da Master, da Raster, rein. App runterladen, 1337 Euro. Sparen und gönnt euch mit dem Code NATURENSÖHNE480. Spart ihr 37,9%. Link in der Videobeschreibung. Ihr kennt das Ganze und jetzt geht's weiter mit dem Video. An dieser Stelle nochmal an Zaster. Und an euch für eure Unterstützung. Und schon geht's weiter und wir sind am Sägen. Stämme haben wir schon rangekarrt. Jetzt haben wir uns nämlich überlegt, dass wir hier einfach zwei Stämme reinsetzen, hinten zwei Stämme reinsetzen, das alles verbinden, bla 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 bla, Bretter rauflegen und dann haben wir schon Dach. Klingt jetzt irgendwie unlogisch, wird aber gut. Ja, und damit wir schön Material sparen, versuchen wir einfach die Mitte zu treffen. Komm, brich ihn einfach durch, den Aal. Mach ihn kaputt! Dadurch, dass das Holz schon wahrscheinlich bei dir ein bisschen länger liegt, geht die Rinde da schon so geil ab, ne? Irgendwie. Oh, jetzt wird er angespitzt, oder wie? Die Pfeiler stehen, jetzt wird... Oh, das ging jetzt aber schnell. Krass, da war ja gerade ein riesen Timestep jetzt hier drin. Plötzlich alle Pfeiler angespitzt und alle drin. Das wird wieder ein ganz schönes Gefühl. Achso, die werden noch reingekloppt, ja, mit dem Hammer. Tu's, Bruder, tu's. Oh, nice. Ja, was? Ganz kurz vorher, ist der Flock richtig drin da oben? Ja, ist er. Okay. Ja, pipapo. Alter. Du musst ein bisschen weiter zu dir ziehen. Ja, na klar, kein Problem. Der wird richtig geflockt, Alter.
würde ich es erst... Hä, da, wie tief machen die den denn rein, Alter? Lol. Mal lassen und alle auf diese Höhe bringen und dann gucken wir mal, was... Jawohl! Siehst du gar nicht, war, wie es hinten schon kaputt ist? Nee. So weit hier vorne und... Auch sehr risikobehaftet, was ich hier gerade gemacht habe. Muss ich hier hauen? Also ich wollte gerade sagen, ey, macht der immer seinen Finger da drauf. Lass uns drüber reden, wie lange ich im Krankenhaus wäre, wenn du auch nur meine Arme erwischst. Einfach so, die knacken dann einfach nach unten weg so. Nur mal an. Ja, noch lacht man, aber wenn es halt passiert, bist du dann wirklich am Arsch, ne? Mindestens 6 Wochen. Ey, nochmal fetten Respekt an der Stelle, was die da hingezimmert haben. Das ist einfach nur krank. Ja, ich kann ja auch geil. Hier mit so dann rumlaufen. War eine schöne Chicken. Operation auf jeden T-Rex. Fall. T-Rex. Ich sag Andi, mal nicht drüber nachdenken. War geil wäre, wenn er jetzt wirklich nach da geht, aber das ist jetzt. Er schmeißelt oben schon. Feier ich. Auch ein bisschen dumm, aber. So sieht's aus! Dieses Lügenkonstrukt hier irgendwie. Anni, warum hältst du denn den einen Balken da fest? Hat das einen Grund? Ja, so haben wir uns das erstmal vorgestellt. Jetzt werden wir hier ein bisschen. Ne, ihr seht's ja gleich, was wir jetzt machen. Ausstemmen, ne? Wahrscheinlich. Oh Gott. Ich würde gerade sagen, die stemmen jetzt bestimmt aus, damit das da drauf ist. Dann kommen erstmal Holznägel rein, dann ist erstmal die Konstruktion fest. Das Gute ist, wir können jetzt kleine Wände links und rechts ziehen. Das wird ziemlich gut aussehen. Mhm. Und wir wollten ja das Dach kleiner machen als es. Aber im Thumbnail sah das übelst noch viel krasser aus, so richtig dicke Wände und sowas. Mal gucken. Damit dann auch Licht und Luftzirkulation kommt. Das wird funktionieren. Wird es funktionieren? Bestimmt. Dieses Lügenkonstrukt wird zusammenbrechen. Nein. Oh, hier, oh, Schabalaba, Alter. So, markiert haben wir es schon. Jetzt wird noch ein bisschen tiefer eingesägt, aber auch gar nicht so viel eigentlich. Das reicht schon. Ein paar Mal, damit wir das ausstimmen können. Und dann stemmen wir das aus, genau. Ja. Dass wir nicht so eine runde Auflagefläche haben. Er axtet wie ein junger Gott. Ja, oder wie ein Gerrit. Jetzt die Feinarbeiten, Leute. Wird er es schaffen? Jetzt bester Schritt. Ich habe schon ein bisschen vorgebohrt, oder wir haben vorgebohrt. Gerrit wird noch die Nägel reinhaben, er tut es gerade schon. Ach, hier müssen wir ihn wieder ein bisschen aufstützen hier. Ich finde es immer faszinierend. Je doller man eiert beim Bohren, der Bohrer hängt, desto weiter sind irgendwie die Löcher und desto, wackeliger ist die ganze Angelegenheit. Ja. Sag ich mal so. Jetzt bin ich drin. Das Niveau sinkt, meine Damen und Herren. Kleiner Junge, oh, jetzt reinfallen, das wär's. Was von der Tiefe, sagst du? Nee. Der verstopft gerade, weil das so ein bisschen harzig ist da. Ja, perfekt. Und dadurch will die Spitze nicht tiefer. Das ist auch manchmal so. Wenn du noch einmal lachst. Ey, wir sind noch kleine Kinder. Kleine Jungs. Alter, so ist geil. Komm schon! Kleines Stück noch. Bruder, dich drin in die. Überleg mal, wenn du das alleine machen musst, ne? Dann ist das halt richtig räudig. Wenn Gerrit da festhält, geht schon die viel Nummer. Besser. Boah, und da müssen wir jetzt gleich noch eine schöne Kreuzüberblattung hier für das Dachgestell machen, ne? Das wird auch saftig. Wie lange arbeiten die dran? Gute Frage. Die haben leider keine Nummerierung reingebaut in den Titel, dass man sieht, welche Folge vom Grubenhaus das ist. Die wird auch übertrieben lang. Die wird taktisch. Taktisch? Ist das das richtige Wort dafür? So, wo ist es denn jetzt hier? Wo ist das Löchle? Er ist ja übelst schräg. Wollte gerade sagen. Das gibt Ärger von Gerrit. Ist doch voll schräg, das Scheißding. Ah, nee, sucht das Loch. Sag mal. Das wird jetzt. Ja, passt doch. Das läuft super. Doch. Mensch. Tada, ihr denkt jetzt zwar, es ist alles fest, aber nein. Alter, what the fuck? Hier oben sind jetzt plötzlich die übelsten Auskantungen, Holznägel. Alter, die machen die richtigen Sprünge gerade in dem Video. Das wurde ja gerade alles nicht gezeigt. Hier allein diese komplette 50% Überblattung und so ein Kram, das ganze Gebohre. Holy shit. Es ist nichts fest, es ist alles nur hingelegt. Das ist ein House of Cards. Wenn ich da jetzt gegenklappe, klappt alles nach da weg. Ja. Das sieht richtig gut aus. Soll ich? Nein, wir haben jetzt 3 von diesen Maschinen fertig gemacht. Ja. Wir sind ganz ehrlich, ja. Wir hatten keinen Bock, das zu filmen. Ja. Ey, das ist, ich bin zwischendurch sehr aggressiv geworden und das ist kein gutes Videomaterial. Bei diesen Verbindungen ist einfach zu viel Gemuschel, da müssen wir uns, ohne Kameramann, müssen wir jetzt einfach zu doll fokussieren auf das Ding jetzt hier. Wie geil ein Kameramann wäre, ne? Ja. Ich meine, ja, wir sind... Ja, man kann sagen, die haben doch aber immer wieder einen Kameramann. Manchmal haben wir können uns gegenseitig filmen. Machen wir auch, aber hier muss... Aber oft hatten sie doch jetzt schon einen Kameramann. Der eine muss halten, indessen muss der andere da ausstemmen und sägen. Das ist mega nervig. Genug gelabert, genug rumgeheult, jetzt geht's nämlich weiter, weil das sieht übelst gut aus. Wir haben alles schön gerade gemacht. Wir aber wie kriegen die jetzt Stabilität da rein? Weil die haben ja keinen Dachfürst.
Wisst ihr, hier zum Beispiel bei dem haben die ja oben einen First, der richtig fest ist und dann haben die Dinger drauf. Aber jetzt haben die ja hier oben nichts. Das heißt, es ist ja nur so wackelig drauf. Wie kriegen die da jetzt Stabilität rein? Oder die nageln es einfach fest und machen dann die Dachlatten und auch noch fest. Und jetzt wird das rangetackert. So schaut's aus. Bohre, klopf, klopf, fertig. Und dann wird das belegt so irgendwann. Genau. Vorher kommt noch wenn, oh, da kommen noch richtig geile Sachen. Ich glaube, wenn das fertig ist, wird das richtig fresh aussehen. Das wird brutal aussehen. Na klar. Ja, ja. Da unten denkt ihr euch jetzt, voll der kleine Eingang. Aber wir sind die dumm, denken die sich jetzt? Diese Internet-Boys, ja? Diese bärtigen Bastarde. Boah, bärtige Bastarde finde ich gut, Alter. Ey, das ist ein geiler, geiler Name eigentlich irgendwie für einen Podcast oder einen YouTube-Channel oder so. Bärtige Bastarde. Hashtag bärtige Bastarde. Nee, Mann, da machen wir ein Merch mit. Darf man draus. Bärtige Bastarde sagen, ja, bei YouTube? Ja, Bastard ist ja keine schlimme Beleidigung. Also na, Bastard ist halt ein unehelicher Sohn, ne? Oder? Ist das nicht die Definition eines Bastards? Nicht eheliches Kind, besonders eines Adligen und einer nicht standesgemäßen Frau. Als minderwertig empfundener Mensch, auch als Schimpfwort. Du Bastard, ja. Ne? Bastard ist eine alte Bezeichnung für ein uneheliches Kind, ursprünglicher fester Terminus ist voll. Ja, okay, klar, ne? Ist schon eine Beleidigung halt. Wenn ich jetzt ein. Ich bin ein unehelich geborenes Kind. Wenn ich einen aktiv jetzt Bastard nenne, zählt das schon als Beleidigung? Na klar. Probier's gerne aus. Geh nach Neukölln. Ich wollte gerade sagen, hey, wenn jetzt jemand sagt, du Bastard, natürlich ist das eine Beleidigung, oder nicht? Ist eine Frage. Ja, gut, der wird das als Beleidigung aufpassen, ja. Aber eigentlich, es war früher eine Beleidigung. Ist egal, darum geht's, wie man es auffasst. Der Rest ist wurscht. Das ist ja genauso bei dem Wort Hund. Ein Hund ist ja keine Beleidigung. Das ist halt ein Hund. So, wenn er jemand zu mir sagt, du Hund, so, dann ist das eine Beleidigung. Sohn ist keine Beleidigung. Hund auch nicht. Wenn du aber jemanden als Hundesohn bezeichnest, ist es schon eine Beleidigung. Ich meine, früher war es aber wenn wir uns selber bärtige Bastard, dann ist okay. Ja, dann geht's, finde ich. Off topic. Ich bin ja gar nicht unehelich geboren. Und ich bin auch nicht bärtig. Denk dran, schön bündig, ne? Ja. Erster fertig. Ach krass, durch die Holznägel, weil die ja so einen Steg bilden, ist es dann doch wieder stabil. Naja. Oh, das ist ja bei mir auch so. Schön, dass ich dich auslache. So sieht das Ganze jetzt aus. Wir haben da unter jetzt noch zwei Stützen gestellt, aus Gründen. Sieht geil aus. Sieht geil aus. Da oben einen quergelegt. Gefällt und mir. Hier unseren Fürstbalken oder Giebelbalken oder wie auch immer man das nennt, ist mir völlig Ritze. Geil sieht denn das jetzt aus, ja, bitte? Sieht voll geil. Nice aus. Aber bevor wir jetzt ans Decken gehen, muss das Teil hier weggerissen werden. Ja. Und es müssen vorher die Mauern hier passieren. Ja. Ja, und das machen wir jetzt. Wie angekündigt geht es jetzt an Abriss. Wir probieren mal die ersten paar Sachen mit dem Hammer wegzumachen. Wir müssen eine Menge hebeln und wegkloppen. Und dann auch ein bisschen was weggraben und dann auch aufsägen. Wir müssen ja quasi die Stämme, die wir innen drinnen gelegt haben, wegsägen. Und den großen wegmachen. Oh, nee. Und wir dann auch hoffen, dass alles hält. Wir machen also Sachen kaputt, die wir ein paar Videos davor aufgebaut haben. Richtig bester geil. Bester Kanal, Bruder. Nein, das hat so viel Arbeit gemacht, Gerrit. Tu das nicht. Netter Witz, dein Spielzeughammer. Oh Gott. Alter. Wenn du Blätter kaputt machen musst du jetzt echt nicht, oder? Ja, der war schon kaputt. Ach so, klar. Nee, ehrlich jetzt. Na sicher. Ich wollte gerade sagen, Alter. Kann man doch mal benutzen. Ah ja, ist ja in Ordnung. Ach, das ganze aber das, okay, das waren die mit Nägel festgemacht haben. Ja, gar nicht gut. Geh mal da weg. Ja, mach mal. Löppt. Und jetzt hier nochmal. Ah, okay, das konnte man einfach wegheben. Na gut, das ging ja schnell. Ist die Scheiße hier weg, oder? Hey, jetzt haben sie doch einen Kameramann. Hä? Dann müssen wir quasi die Folie zerschneiden in der Mitte. Jetzt ist doch gerade ein Kameramann am Start. Das heißt, dann ist das ja jetzt schon wieder ein neuer Tag. Die so nach außen wegklappen und dann perspektivisch irgendwann mal kleine Wände machen. Aber ist ja geil. Dann können wir euch mitbenutzen. Wir dürfen nicht zu tief hier werden, damit Wasser von hier nicht reinfließen kann. Boom, so sieht's aus. Was zur Hölle haben die in diesem Video für Zeitsprünge drin? Holy shit. Einfach jetzt schon wieder komplett freigelegt, gesägt. Richtig geil, schön noch abgesägt. So haben wir uns das jetzt vorgestellt, weil... Wir haben es schon erklärt vorhin, glaube ich jedenfalls. Jetzt braucht man nur ein bisschen in die Hocke gehen, was nicht schlimm ist. Und kann ganz entspannt, fast schon wieder Treppe jetzt, wir haben den Winkel nämlich geändert von der Leiter. Ganz entspannt runtergehen. Und theoretisch auch ohne festzuhalten, wie bei einer Treppe halt.
Das Einzige, was irgendwie so ein bisschen jetzt ist, dass diese Ecken hier natürlich jetzt so ein bisschen, weiß nicht, ein bisschen komisch aussehen. Aber das ist eine rein optische Sache, das ist ja. Aber vielleicht kann man da auch noch irgendwie was machen oder das ein bisschen schicker machen, weiß nicht. Oder vielleicht kannst du da auch was hinstellen oder so. Sieht jetzt ein bisschen komisch aus. Hoch. Aber es ist so gut. Aber sonst mega geil. Jetzt irgendwie gefällt mir richtig. Finde ich gut. Auch weil du jetzt so übelst den Blick nach hinten hast, ist es einfach. Wie so ein Mineneingang. Besser geworden jetzt irgendwie durch Zufall. Irgendwie, ne? Wieder? Jetzt geht's da mit den kleinen Wänden weiter jetzt und dann Wände den großen. Damit es noch geiler aussieht. Jetzt kommen überall Wände hin. Wände, Wände, Wände. Schön rennen, kloppende Nägelze. Es ist geschafft. Alter. Das ist schon nice. Das ist schon nice. Es sieht mega gut aus. Man muss aber noch dazu sagen, heute ist der nächste Tag. Ja, stimmt. Nächster Tag, Leute. Wir zeigen euch jetzt mal im Detail, was wir gestern noch alles geschafft haben. Und dann geht's direkt weiter, ne? Absolut. Ist das geil geworden. So, Leute, so sieht's aus. Wir haben es wieder festgenagelt. Ihr habt es ja gesehen. Es sieht richtig, richtig schick aus. So ein bisschen... ja, Blockhausartig. Mhm. Ja, jetzt sind die Wände zu. Ist stark. Jetzt ist die Frage, was passiert als nächstes? Jetzt geht es weiter mit diesem Dach und das werden wir jetzt ähnlich, beziehungsweise eigentlich genauso wie das andere Dach belegen. Ich merke gerade, hier unten kommen wir gar nicht rein, deshalb müssen wir hier oben anfangen. Das wird quasi hier so auf Kante gelegt, damit wir hier dann diesmal ausnahmsweise einen schönen Übergang haben, den wir übernageln können, nicht so wie hier. Und das wird jetzt noch nach oben durchgerattert auf beiden Seiten. Mhm. Und dann haben wir ein dichtes Dach hoffentlich. Schauen wir mal. Und das ist einfach nur der Eingangsbereich, Freunde. Was bei dir? Ja, hundertprozentig. Hundertprozentig sogar. Oh, reichen die Nägel? Die sehen so kurz aus. Glaubt dir keiner. Ich glaube, die sind müde zu kurz. Aber kann auch täuschen, so übers Video. Singen wir das jetzt parallel zu den unteren Stämmen? Ja, wa? Parallel dazu. Parallel! In welchem Song waren das? Mit diesen. War das nicht hier von. Wie heißt der? Abdi und Celo oder sowas? Mit dem. Parallel. Wie heißt das? Wisst ihr, was ich meine? Na klar, Celo und Abdi, Parallelen. Feed Haftbefehl. Vor 9 Jahren. Nice. Später ansehen. Pack ich drauf. Kann ich leider hier nicht abstehen. Urheberrechtsverletzung und so weiter. Parabara. Parallel dazu. Geil. Oh, schön 10 Äste. Jawohl, so macht mir das Spaß. Das gefällt mir. Ja, ich schaff den Winkel hier nicht. Ja, ich glaube, du musst von unten sehen quasi. Ja, aber ich habe mir jetzt, wie gesagt, schon hier nicht geschafft. Ja, hier kann man halt nicht so sägen, ne? Ja gut, ist ja auch real. Hauptsache, wir brauchen ja nur die Auflagefläche. Der zieht sich auch immer noch mal. Ja. Also wenn wir das jetzt hier beide Male schaffen, dann haben wir ja die Auflagefläche. Und selbst dann ist es nicht schlimm. Das finde ich gut. Ist nicht schlimm. Das ist ein schöner... Ja, ich bin halt auch Erzieher, ne? Schöne Worte. Ja, 1000 SD. Ausgezeichnet. Ey, das sieht gut aus, wa? Ist ja schön. Ja, das machen die jetzt bestimmt wie bei dem anderen, dass sie da einfach jetzt oben noch so kleines Mini-Dach draufbauen. Das ist jetzt so ein Test, aber... Ja. Aber ist schon geil. Ich will ja mal behaupten, dass hier vorne halt super geworden ist. Aha! Hey, Mikrofon wieder kaputt, oder? Ich bin halt eine Maschine, ne? Muss man einfach... Ist halt einfach... Nicht zu leugnen. Das ist geil. Was ist da mit dem Mikrofon schon wieder los, Jungs? Genau, Mucke, einfach Mucke drüber. Der Song ist geil. So Leute, soweit so gut, sieht schon gut aus. Jetzt müssen wir aber, weil hinten ja dieser mächtige Stamm da ist, müssen wir ein bisschen markieren und absägen. Jetzt wird es kürzer. Ich würde jetzt ganz grob hier mit dem Hammer einfach markieren. Man kennt es. Sägen wir das jetzt ab hier. Und jetzt passt es hoffentlich.
dünne Seite zu dir. Das wäre ja lustig, wenn das passiert wäre, Alter. Heftig, Alter. Jetzt kommt man da gar nicht ran. Warte, ich mach. Oh, ihr schafft. So, Endspurt. Jetzt die kleinen Stücken, immer vier raus. Alter, diese Nagelkiste. Fein, oh, die fallen alle raus! Weil wir da nicht mehr da rankommen. Gerrit, das war doch vorhin. Ja. Was kriegen wir heute? Zwei Bretter? Ja, sieht schon so sehr lange aus, wa? Oh ja. Oh, wir haben so ein Glück, ey. Das ist ja geil. Das gönn ich uns, ne? Perfekt. Was ein... Ey, das ist... Das ist geil. Oh nein! Ja, alles ausgekippt. Worst case scenario! Oh. Wer macht denn da auch mit Pappe, Mann? Neck. Schön. Ja, endlich mal wenigstens eine schöne Plasteverpackung. Nicht sowas! Mann! Oh oh. Was denn? Hatten wir schon mal einen krummen Nagel? Ah doch, ich letztes Mal. Zwei sogar. Diverse. Oh ja, durch den Ast ist immer das Beste. Das weiß halt keiner, der es schon mal probiert hat, ne? Das ist so räudig. Das ist Ast halt purer Kiemsparen, ne? Ja. Guck, die frisst sich gar nicht rein erst. Oh. Ja, auch so hart wird er nicht umsonst Bernstein. Wirklich sehr, sehr schön, was die Jungs da schon wieder gezaubert haben. Alter. Aber oben das Ding fehlt er noch. Da noch zwei, drei Latten ran. Ja, okay. Zimmermannwerk nicht geworden. Da sägt sich hier ein bisschen zu leicht. Verdächtig, Leute. Ja. Ja, moin, Alter. Und das kann man wieder verwenden. 100%ig getroffen. So, Leute, jetzt haben wir uns mal die Leiter rangestellt hier. Jetzt kommen wir natürlich noch ein bisschen entspannter ran. Die letzte Lücke wird geschlossen. Oh ja, das ist gut. Gleich geschafft! Es ist vollbracht! Andere Seite? Okay, haben sie gerade noch gemacht. Wie es aussieht! Alter Vater! Wie es aussieht! Alter Vater! Wie es aussieht! Mega! Okay, wir müssen uns beruhigen, aber... Ist schon brutal. Alter Vater. Also, aber... Ey. So, jetzt nochmal kurz, weil jetzt werden sich wieder welche fragen. Wir haben es zwar schon gesagt, aber... Warum habt ihr denn das Dach nicht durchgängig gemacht? Warum habt ihr das so gemacht? Boom, Überleitung. Damit da halt auch noch ein bisschen die Luft drunter durchpfeifen kann. Ne? Genau. Was wir gelernt haben vom ersten Grubenhaus, Luftzirkulation ist King. Ja. Ganz wichtig. Oh, es sieht halt auch geiler aus. Sonst schimmelt's. Und jeden großen Schlitz, den wir haben, bringt auch nochmal Licht rein. Ja. Genau. Licht. Und drinne sieht auch absolut krank jetzt schon aus. Das ist ein Gefühl, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das zeigen wir euch aber erst, wenn es um Drinnausbau geht. Ne? Und wenn ihr den nicht verpassen wollt, was müssen die Leute dann machen? Nee, abonnieren! Abonnieren und... uns einfach unterstützen. Einfach richtig. Die Videos angucken. Ja. Einfach machen wir mal einen Kommentar schreiben. Ja, auch mal einen Kommentar schreiben. Ich schreibe jetzt auch mal einen Kommentar. Richtig. Geil, was ihr da wieder gezaubert habt. Zack, Daumen nach oben. Kommentieren. Ja. Hilft uns alle weiter und... Wir ergötzen uns jetzt gerade noch ein bisschen an diesem Grubenhaus. Oh, ein Fest. Herrlich. Und jetzt eine Frage an euch. Demnächst steht der Bau der Tür an und die Gestaltung des Eingangs. Oh, was hab ich gemacht? Oh nein. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann bleibt. Wartet. Wenn ihr Spaß hattet, dann sehen wir uns wie. Eingangsbereichs. Also einfach mal all eure Ideen in die Kommentare. Der Eingangsbereich ist vorhanden und wir hoffen, dass ihr eine Menge Spaß bei dem Video hattet. Wenn ihr Spaß hattet, dann sehen wir uns wie. Echt eine Tür jetzt reinbauen? Ich hätte das Gefühl fast so offen gelassen. Aber gut, dann kann vielleicht ein Wildschwein reinkommen. Wie immer am nächsten Samstag um 10 Uhr. Also bis dahin, ciao!
Ja, Freunde, ey, auf jeden Fall mal hier vorbeischauen, Abo dalassen, einfach nur geil. Oder nicht? Also ich find's sehr, sehr nice. Und jetzt hole ich mir ein Waifu zum Trinken her.